Ich stehe hier im Krankenhaus in Jerewan und war gerade auf der Intensivstation und habe mir die Verletzungen und die Patienten angeguckt, die hier liegen. In der Regel junge Kerle, Männer zwischen 18 und 30 Jahren mit schweren Granatsplitterverletzungen, Thoraxverletzungen, wo ein Granatsplitter auf der einen Seite in die Lunge eingedrungen ist und auf der anderen Seite wieder ausgedrungen ist. Ganz schwere Verletzungen, die hier liegen. Die, die hier sind, haben noch Glück gehabt. Sie sind nach mehreren Stunden einer medizinischen Versorgung zugeführt worden, von Bergkarabach hier nach Armenien, nach Jerewan gebracht worden. Sehr beeindruckende Situationen hier und es ist schlimm, was hier im Krieg passiert und was Krieg grundsätzlich für ein Leid über die Menschen bringt.